Als Vertreter der Firma Walter Formco Gillenbau sind Sie hier auf der Kunststoffmesse. Sehen Sie sich hier als Lückenfüller oder Zielgruppe oder als Nischenvertreter? Ach, ich bin erstens einmal nicht der Meinung, dass wir uns auf einer reinen Kunststoffmesse befinden, wie zum Beispiel auf der Fakuma, die ja jetzt wirklich auf dem Klientel aufgebaut ist. Wir sehen uns sicher nicht als Lückenfüller, sondern als Vertreter einer Nische, die sicher nach wie vor Daseinsberechtigung hat. Niederdruck-Kokillenguss, Schwerkraft-Kokillenguss ist in gewissen Bereichen nach wie vor sehr gefragt und als, wenn ich sehe, einziger Vertreter in dem Bereich fühlen wir uns eigentlich sehr wohl hier. Da Sie schon gesagt haben, als einziger Vertreter von Ihrem Bereich, sagen wir, ich bin jetzt schon lange in der Branche dabei, kann aber mit Kokillenguss und was weiß ich alles fast gar nichts anfangen. Können Sie die Menge der Leute vielleicht aufklären, was Sie genau machen? Na gut, wir sind, wie gesagt, im klassischen Schwerkraft- und Niederdruckguss angesiedelt. Das heißt, der Laie versteht das so, dass man halt im Schwerkraftguss die Form einfach manuell füllt, mit also Schwerkraft füllt, so mit der Fallgeschwindigkeit. So wie die Glockengießer. Wie die Glockengießer früher. So, der Niederdruckguss ist irgendwo ein Zwischenbereich zwischen Druckguss und einem Schwerkraftguss, in dem einfach eine Form, ein Hohlraum von unten mit einem relativ geringen Druck von 0,8 bis 1 bar gefüllt wird und dadurch halt ein sehr homogenes Gefüge generiert werden kann, was halt zum Teil der Druckguss noch nicht realisieren kann im Hinblick auf Porigkeit, auf Gefüge. Sicherheit. Wenn ich es aber richtig verstehe, Sie stellen die Teile nicht her, Sie produzieren nur die Form. Sind wie jetzt als Lichtfachmann, sind die aus Sand oder sind die aus Stahl oder aus... Die Form selber als Serienwerkzeug ist genauso aufgebaut wie eine Druckgussform, wie eine Spritzgussform. Das heißt, wir benutzen auch Warmarbeitstahl und haben eben nachher in der Anwendung das große Problem, dass wir in Temperaturen, in Werkzeugtemperaturen von 400 bis 500 Grad arbeiten. Das heißt, die Präzision, die im Druckgussbereich, im Spritzgussbereich von vornherein immer gefordert ist, muss bei uns in Temperaturen von 400, 500 Grad gewährleistet sein. Und das macht die Geschichte ziemlich spannend, weil wir ja auch kalt fertigen, zwangsläufig. Und die Problematik der Präzision erst kommt, wenn die Kokille sehr, sehr heiß ist. Aber Ihre Produkte, wo aus Ihren Formen rauskommen, werden dann mechanisch nachbearbeitet, großenteils oder immer? Alle Produkte werden mechanisch nachbearbeitet, weil man ja den Anguss zum Beispiel wegbearbeiten muss, weil man Grate wegbearbeiten muss, weil man Funktionsflächen, Lückenbohrungen bearbeiten muss. Es erfordert also grundsätzlich immer eine mechanische Bearbeitung nach der. Wie sehen Sie die Zukunft Ihrer Firma? Gibt es den Bereich immer oder sehe ich, okay, das wird mit der Zeit durch technische Änderungen abgelöst? Der klassische Schwerkraftguss sehen wir als Werkzeughersteller ziemlich problematisch an hier in unseren Bereichen, weil wir einfach sehen, dass die Anfertigung solcher Werkzeuge massiv in Billiglohnländer verlagert wird und wir in dem Bereich einfach nicht mehr mithalten können. Im Niederdruckgussbereich ist das Problem bei den Rädern, bei den Räderwerkzeugen ähnlich gelagert, weil halt Riesenkapazitäten in Ländern wie der Türkei, in Ländern wie China entstehen und somit wandern dann in dem Bereich auch die Werkzeuge logischerweise mit in diese Länder. Was wir tun, bitte? Wenn ich so richtig sehe, sind Sie bei Ihrer Firma der technische Part, Sie haben noch eine kaufmännische Partnerin, die holen wir geschwind her, die fragt mich auch um Ihre Meinung. Die soll jetzt nicht mit dem Kopf schütteln, sie sieht gut aus. Ja gut, ich sie bin... Sie hat erst Geburtstag gehabt, gegen uns zwei Männer sieht sie natürlich viel besser. Viel besser aus. Viel besser aus. Ja, wie gesagt, ich bin froh,
dass ich eine Partnerin habe, die mir dann halt, sagen wir mal, den Rücken frei hält mit all den, wie soll ich sagen, Dingen, die im Betrieb sehr, sehr wichtig sind. So bei der Bank wird man Marktfolge dazu sagen. Alles das, was halt das Personelle betrifft, das Finanzielle betrifft, das Bankwesen betrifft, all die Dinge, die mit dem Markt nichts zu tun haben, tut sie mir zu 100% abnehmen und ich kann mich dann halt auf ja, ich möchte jetzt nicht unsere Geschäftspartner stürzen, sage ich ja. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass eine Firma gut funktioniert, wenn der Techniker und der Kaufmann hat zwar zu 90% das letzte Wort, weil der das Geld ausgibt oder das Geld hortet. Wie sieht es bei Ihrer Firma aus? Lebt er immer gut partnerschaftlich oder letztendlich entscheidet das Geld? Wir leben gut partnerschaftlich. Ja. Wir profitieren gegenseitig voneinander. Sie haben es also noch nicht bereut, die Firma weiterzuführen, auch jetzt in schwierigen Zeiten? Nein, habe ich definitiv nicht. Also Sie sind als... Eine Herausforderung. Eine Herausforderung und Sie sind der Unternehmer, der was unternimmt. Genau so ist es. Weil ohne Sie sind jetzt noch nicht so lange im Verband. Wie fühlen Sie sich jetzt im Verband aufgenommen und bringt der Verband Ihrer Firma oder Ihnen persönlicher Nutzen? Wir sind gut aufgenommen worden, wir fühlen uns sehr wohl und wir konnten auch schon daraus profitieren. Also ihr seht drei glückliche Gesichter, kurz vor Jahresende. Wir wünschen uns alle Gesundheit und weiterhin viel Erfolg. Danke. Bitte.